Hallöchen, willkommen auf TreeCube, mein Name ist Franz und willkommen zu einem neuen Part von Luigi's Mansion 2. Was? So. Zwei beeindruckende Türme. Klempnerwerk. Die Geister haben anscheinend alle Maschinen der Türme lahmgelegt. Bringen den Wassergenerator wieder zum Laufen, sonst ist's Essig mit der Finstermond-Stückssuche. Was? Okay. Unser Abenteuer führt uns an einem aufregenden neuen Ort, Luigi. Bei euch finde ich es immer wieder witzig, wie Professor Gitt immer eine andere Stimme hat, wenn er wieder redet. Es ist immer wieder erhebend, so viel Tatendrang zu sehen. Keine Angst, du wirst noch genug zu tun haben. Und dafür gibt es nur einen Weg. Wir müssen den Finstermond wieder zusammenfügen. Ja, ich weiß, dass das nächste Stück irgendwo in jenen beiden Erfurt. Es gibt, glaube ich, eine Stadt in Deutschland, die Erfurt heißt, oder? Sie sind schon lange verlassen und bersten nur so vor exotischen Pflanzen und Geistern. Leider sind sie auch recht verfallen. Nicht mal das Wasser kann mehr ungehindert fließen. Wenn wir doch nun nur einen Klempner zur Hand hätten, ja. Mario! Die Erfurt-Türme verfügen über ein komplexes Leitungssystem, das alle Maschinen antreibt. Daher musst du als erstes dafür sorgen, dass der alte Wassergenerator wieder läuft. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich als Klempner aus Erfurt. Was sag ich? So, gucken wir mal. Bin ich überhaupt auf hier? Da ist das Wasser. Generator. Das Generator? Der Wassergenerator. Ach, Digga. Ihr Deutschen, ne? Ihr geht mir so auf den Sack mit eurem scheiß Artikeln. Ach ja, und halte auch Ausschau nach neuen Geisterarten. Versteht sich von selbst, oder? Viel Glück, mein Lieber. Mon amour. So, gucken wir mal ganz kurz was. Wo liegt Erfurt? Gibt es Erfurt? Oh, es gibt Erfurt tatsächlich. Wo ist das? Erfurt. Ach, Digga. Ist ja wirklich weit weg. Magdeburg, Leipzig, Kassel. Ist ja wirklich im Zentrum von Deutschland. Ja, Leute. Für die, die aus Erfurt kommen. Mein Beileid oder so. Keine Ahnung. So. Oh. Alles gut, Luigi. Wir kriegen das hin. So, inspiziere den Generator. Erstmal. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe, aber die Blumen hier kann man anleuchten. So. Okay. Ja, hier, geh mal her. Oh, da ist ein Schlüssel, nice. Das war einfach. Bitte fuck nicht ab. Okay, danke schön. So. Ja, damit. Was? Hier ist nichts drin. Oh, warte. Warte. Ah, ich wollte schon sagen, du. Hier kann man auch durchgucken, ne? Hier ist das Wasser. Der Wassergenerator. Das Generator. Der Generator. Der Wassergenerator. So. Da hinten bewegt sich was. Und der ist aggro. Der ist sehr aggro. Ihr kriegt das, glaube ich, nicht zum zum Laufen. Da ist so ein Igitt-Kopf. War dieser Professor Igitt-Kopf immer da? Oder ist das jetzt ein Neuerung? Ja, ich glaube, da passiert jetzt nichts mehr. Okay. Leute, ich würde sagen, wir gehen rein und schauen mal, was ja da so drin ist. Ich glaube, das habe ich auch noch gespielt auf dem 3DS, also diese Welt hier. Daran erinnere ich mich noch. Also, dass diese Welt existiert, daran erinnere ich mich. Was jetzt hier passiert, weiß ich jetzt nicht mehr. Und ich glaube, mehr habe ich auch nicht gespielt. Also, nach dieser Welt habe ich, glaube ich, nicht mehr gespielt. Naja. So, was kann ich hier machen? Gibt es hier irgendwo Wasser? Die sehen sehr traurig aus. Oh. Ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen. Ja gut. Egal, ist passiert. Scheiße gelaufen. Was ist das? Okay. Lol. Verpiss dich mal. Ich glaube, ich kann da Schaden nehmen, oder? Okay, der respawnt aber. Das heißt, der hat schon irgendwie einen Nutzen, oder? Hier. Verpiss dich. Lol. Kann ich hier runtergehen? Ja, okay. Hier. Jawohl. Nice. Boah, Junge. Aber so ein Goldbarren, das ist schon sehr viel Geld. Hier, mach mal Wasser hier. Oh. Jawohl, okay, geil, okay. Ja, wie komme ich jetzt hier hoch? Ah ja, ich habe vergessen, Luigi kann ja nicht springen aus irgendeinem Grund.
Kann ich hier irgendwie durch? Hä? Hallo? 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 Da ist die Tür auf jeden Fall. Dann gehen wir mal hier rein. So, lieber Generator. Wie krieg ich dich zum Laufen? Erstmal verpiss dich. Ich muss dich erschrecken. Luigi, du hast ihn doch davor gesehen. Was ist eigentlich dein scheiß Problem? Als ob du dich jetzt ernsthaft so erschrocken hast. Luigi, wirklich unfähig. So. Ich hätte ihn jetzt easy einsaugen können. Da unten ist irgendwas Gelbes. Das kommt aus dieser Röhre hier. Was auch immer das sein soll. Entweder Öl oder schmutziges Wasser. Keine Ahnung. Okay, tatsächlich ist das was ganz anderes. Okay. Hm, kann ich hier was machen? Oh. So. Ah, ganz wie befürchtet. Der Wassergenerator. Ah, der. Selbst scheint in Ordnung, aber die Leitungen sind verstopft. Sieh dich doch mal bei der Pumpstation auf dem Dach um. Ja, kann ich machen. Aber bevor ich das tue, erstmal hier einen Schlüssel gönnen, der einfach so random in einer Truhe irgendwo mitten im Raum steht. Geil, ne? So, und hier komme ich ja, glaube ich, nicht durch. Nee, ist hier irgendwas? Kann ich hier vielleicht noch was? Ah, tatsächlich. Ich würde sagen, war doch was. Hier, zock erstmal alles ein, du Arschloch. So, Geld, okay, nice. Jo, moin! Boomerang, ja, alles gut. Warte, wie ging das nochmal? Genau so. Nice, komm. Bam! Oh, Junge. Oh, Geld, ja. Wie geht das nochmal? Ah, ja. Hä? Da bist du. Komm her, du Arschloch. Immerhin, den Geist haben wir direkt gefunden und eingesammelt. Ja. Ich find's so geil, wie der so gequetscht aussieht. Immer so, boah. Geil. Nice, Leute. Haben wir das schon mal. Und jetzt irgendwo da hochgehen. Also hier können wir ja nicht durch. Also ernsthaft, nicht. Quetscht einfach da durch. Naja. So, ist hier noch was? Nö. Okay, weiter geht's. So, wir haben ja einen Schlüssel bekommen. Wo führt uns das hin? Wahrscheinlich hier links oder was? Hier hohler Baum. Wir müssen irgendwo hin. Aber wir müssen da hoch? What the hell? Okay. Ja, dann, keine Ahnung. Gehen wir mal dahin. Hier, bam. Okay, also warum liegt hier überall Geld? Das kann doch nicht sein. Ernsthaft? Ich meine, natürlich kann man vielleicht ein bisschen mit Geld flexen hier ein bisschen, wisst ihr, wie ich meine, so im Garten oder was auch immer, wenn man sonstiges im Leben zu tun hat. Aber warum macht man das hier so? So ganz random. Keine Ahnung. So, hier ist aber nichts, ne? Nö. Okay. Da gehen wir jetzt mal da durch. Oh, kann ich hier irgendwie was machen? Nö, hätte ja sein können. So. Ja, komm. Moin. Turmaufgang. Und hier sind Frösche. Ja, Mann. Ey, Arschloch. Oh. Ich finde es halt einfach nur witzig. Ich meine, was ist das eigentlich für eine Taschenlampe? Oder was ist das überhaupt für eine Birne, die dran ist? Ernsthaft. Ich meine, man leuchtet irgendwelche Tieren an, dann explodieren sie. Das ist schon ein bisschen gruselig. Kann ich hier irgendwas machen? Oh. Oh, eine Tür. Gib mal her, die Scheiße. So, gehen wir hier rein. Hallo. Gewächshaus. Daran erinnere ich mich noch, dass das jetzt... Oh, du Wichser, Alter. Was ein Spast. So, kann ich hier irgendwas machen? Ohne... Oh. Kommt da Geld oder wie? Ach, jetzt kommt da kein Geld oder was? Oh. Lül, ich hab einen Knochen. By the way, danke an den, denjenigen, ich weiß gerade nicht, wer es war, der den Kommentar geschrieben hat, dass dieser Knochen ein One-Up sein soll. Beziehungsweise, wenn ich jetzt hier sterbe, in diesem Level, glaube ich, nur jetzt nicht in den anderen Leveln, sondern nur in diesem Level, dass ich wieder auferstehe wie, Christian Lindner. Ne, keine Ahnung. So. Ist hier was? Ich meine, da ist ein Geist. Das, oh, du Wichser! Ja, komm, gib die Scheiße. Du hast gedacht, du Knecht. Du kleiner Knecht. Hier, komm, greif mich doch an. Komm, jawohl. Oh, Scheiße, ich hab's kommen gesehen. Nein, komm her. Ja, komm, greif mich an. Bam, nice, komm, jawohl.
Sehr gut. Und du auch noch. Was passiert eigentlich, wenn ich einfach... Oh, lol. Ja, okay. Ja, haben wir das auch mal gesehen. Wenn man nicht A drückt, dann passiert einfach das. So. Sagen wir nochmal den Rest hier ein. Vielleicht kriege ich ja irgendwo einen Schlüssel aus irgendeinem Grund. Warum auch immer. Aber die verstecken einfach Geld irgendwo im Garten. Also kann es auch sein, dass sie hier irgendwie einen Schlüssel verstecken. Hallo. Geh mal her, bitte. Hallo. Warte, kannst du da durch? Sah gerade ein bisschen danach aus. So, gib her. Ja, pff, ja klar. 10 Millionen Euro auf einmal fallen hier runter. Nice, okay. Also soll ich hier keine 2 Sterne kriegen, weiß ich auch nicht. Also das Geld brauchen wir unbedingt für die ganzen, oh nein, schnell, 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 schnell. Nein. Immer, immerhin, immerhin, okay. So, brauchen wir für die extra Dinger, die wir freischalten können. Was ist da draußen? Frösche. Moin. Erstmal Jumpscare oder was? Gärtchen. Also wirklich ein Gärtchen, Alter. Sonst hier nichts. Aber kann ich hier sonst nichts machen oder was? Ich kann hier überall X drücken. Kann ich da X drücken? Kann ich da rausgucken oder so? Nö. Ja, irgendwas kann ich doch hier machen oder nicht? Hm. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Scheint so, als müssten wir jetzt hier durchgehen, weil es kann sein, dass man von da unten nicht hochkommt, oder? Kommt man da unten nicht hoch? Tatsächlich. Also wir mussten diese Tür überhaupt erstmal finden, damit man weiterkommt. Also von daher passt. Was ist hier? Noch eine Tür? Fuck. Ja. Kannst du mit eingesaugt werden, danke. Wartet. Was ist hier? Oh, ein Juwel, Leute! Nice! Sogar der erste. Sehr gut. So, hier kann ich irgendwas machen. Moin, okay. Ja, chill. Chill doch. Danke aber für die Herzen. Meine Frage ist jetzt nur, was mache ich jetzt mit dem gelblichen Dings? Oh! Jawohl. Digga, also wenn ich hier keine 2 Sterne mindestens bekomme, weiß ich auch nicht, wie viel Geld ich schon mittlerweile eingesammelt habe. Das ist ja nicht normal. Ah. Ein Gärtchen. Digga, wer schreibt mich jetzt auf Discord an? Verpiss dich doch. So. Moin. Kann ich irgendwie was machen? Wartet. Oh. Hä? Warum liegt die wieder... Ich hinterfrag das echt nicht mehr. Also das ist wirklich... Keine Ahnung. Ist das hier eine reiche Familie gewesen oder so? Also muss ja schon fast. Also keine Ahnung. Lass es einfach. Lass es einfach. Also sie spenden hier Geld, das ist nicht normal. Das sind eigentlich die behindertsten Verstecke, die es gibt. Imagine, hier kommt irgendein Sturm. Naja. Ja, aber, ja gut, was kann ich jetzt hier machen? Habe ich einen Fehler gemacht? Hätte ich hier irgendwie was machen sollen? Ist hier vielleicht was? Kann ich hier was machen? Oh, warte, hier kann ich was saugen, oder? Was ist das hier? Was ist das? Ich glaube, wir müssen irgendwann wieder zurück. Ich meine, mehr kann ich auch jetzt nicht machen, ne? Weil ihr seht ja auch diese Pflanze hier. Das ist die gleiche Pflanze wie diese hier. Nicht, dass ich da vielleicht irgendwie was machen muss oder später wiederkommen muss. Keine Ahnung. Egal. Oh, warte, was ist hier? Kann ich hier noch was machen? Nö. Okay, dann gehen wir weiter. Schade. Kann sein, dass da auch ein Juwel drin ist. So. Ein Jumpscare. Also da ist nochmal eine Tür. Ja, da kommen wir noch hin. So. Pflanzen. Oh. Okay. Die sind nicht lieb. Ja, moin, wie geht's? Okay, ich kann sie zwar anleuchten, aber es bringt mir nichts. Kann ich hier was machen? Nö. Ich lasse mich mal irgendwie beißen oder was auch immer. Nein, das geht nicht. Ich kann sie halt nur ein bisschen paralysieren. Mehr aber auch nicht. Och, du Scheiße. Okay, ich verliere aber nur 10 KP. Das ist schon mal okay. Kann ich hier irgendwas machen? Hier oben. Wahrscheinlich kann ich hier noch nichts machen. Oh, warte. Nice! Lol! Ja,
Moin, einfach kapiert. Nice, okay. Jetzt wirklich wie in einem Shooter-Game, Alter. Bam! So macht man das, Leute. Mach ich das nicht gut, Leute? Schreib's in die Kommentare. Schwarze. So. Ein Schlüsseli. Schön. Ich glaube, jetzt kann ich nach unten gehen, weil ich meine, die Pflanzen sind komplett verreckt und mag sein, dass die Truhe unten jetzt frei ist. Wie die Arbeit. Nee, werden wir jetzt sehen. Wartet mal ganz kurz. Nee, hier war's. So. Was soll das denn? Du Arschloch. Dort gibt nie ein Ziggy. So. Na gut. Da brauchen wir doch irgendwie einen Flammenwerfer oder irgendwas. Ich ruf mal kurz Elon an. Elon, Alter. Elon, wo bist du? So. Hier kann ich aber sonst nichts machen. Ich hab jetzt hier einen Schlüssel. Oh. Was kann ich hier machen? Moin. Wieder Geld oder was? Hallo? Ja, und jetzt? Ich kann auch wieder zurückdrehen. Das ist auch interessant. Scheiße. Das habe ich ein bisschen übertrieben. Ich gehe mal hier weiter. Ich denke jetzt nicht, dass dieser komische... was ist hier drin? Oh, warte, wie komm ich da rein? Kann ich nicht kriechen, hier kriechen oder so? Kann man hier kriechen? Kann man hier irgendwie X drücken? Da ist doch was! Ah, okay. Nun, wir haben irgendwas gemacht. Haben wir das Wasser hier irgendwie zum Laufen gebracht? Nö. Ja, dann, keine Ahnung. Ich gehe einfach weiter. So. Meine Frage ist halt nur, gibt es hier überhaupt solche Elemente? Also, jetzt nicht in den Kommentaren schreiben, Leute. Das werde ich ja noch sehen. Nicht spoilern. Backt der da bis... Leute, der backt rum, oder? Ja, keine Ahnung. Ach komm, die 2 Sekunden, die kann ich mal noch schnell nachgucken. Ja, okay. Ich frage mich, ob es hier Elemente gibt. Und vor allem frage ich mich, was dieses Ding hier da, was dieser Rat mir jetzt gebracht hat. Naja, wir gehen jetzt hier weiter. Ohne runterzufallen, bitte. So. Ich bin mir sicher, gefühlt jeder ist da einmal durchgefallen. So. Okay. Brückengang. Und da sind Fledermäuse. Moin, Meister. Okay. Asozial. Ach so! Okay, ich glaube, ich sollte wirklich aufpassen. Es kann sein, dass ich sonst runtergekickt werde. Kann ich hier aber was machen? Nö. Okay, ich muss das timen, Leute. Jetzt passt auf, wie ich das time. Boah, ich bin zu gut. Und warum schreibt mein Vater mich jetzt an? Ach, ich soll essen kommen. Ach, Digga. Wieso? Sie haben doch gesagt, erst um 3 Uhr essen wir. Es ist 2 Uhr! Naja. Oh! Popping! Dankeschön. Gib her. So, und jetzt her mit wie auch immer, wie du heißt. Bam! Easy. Und du auch. Okay, krass. Ich hab einfach jetzt Schaden kassiert. Bam, komm her. Sehr nice. Nein! Oh, scheiß Controller. Egal, dich können wir... Oh, oh. Nein! Fuck! Du spast! Egal, keine Lust. So. Ja, komm. Mach dich nur über mich lustig. Ah, du Wichser! Hallo? Kann Luigi mal aufhören, ganze Zeit so rumzuheulen? Weil wenn er es tut, dann verliere ich ja nur KP. Das will man nicht. Mann, Luigi! Zieh mal richtig, du Arschloch! Kannst du das Herz auch mal einsammeln oder so? Hallo? Ich bin Game Over. Beziehungsweise fast hätte ich jetzt diesen Knochen nicht. Dann ja. Jetzt sehen wir es auch mal. Guck mal, wie süß. So wie Spikey, Alter. Oh. Oh, okay, das war jetzt sehr süß. Okay, oh, ich komme auch mit 100 KP wieder. So, jetzt bringe ich dich um. Ach, jetzt kriege ich das Herz, oder was? Ach komm, fick dich doch einfach durch, ohne Witz. Wenn du nicht saugen kannst, dann lern es wenigstens. Oh, oh. Ich krieg so Aggression mit diesen Kackmäusen, Alter. Verreckt auch einfach. So, jetzt.
Bam. Jetzt aber. Mann, ey. Geht doch. Ja, der Knochen hat mir echt das Leben gerettet. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt hier einmal sterben werde. Mann! Und Luigi ist ja zu unfähig zum Springen. Ich komme da gar nicht hoch. What the fuck? Was war das denn jetzt? Hier, verpiss dich. Kann ich hier irgendwas machen? Hier. Komm mal her. Hallo. Hä? Ja, hallo! Willst du mich verarschen? Ist da Glas da? Das ist Glas, ne? Ja doch, lol. Ja, da ist ein Glas. Ja, toll. Und wie komme ich jetzt da hin? Muss ich von oben reinspringen oder was? Das kann gut sein. Okay. Oh, ja, Mann. Ja. The fuck? Ja, und jetzt? Lol! Was ist das denn? Oh, scheiße. Okay, das ist geil. What the fuck? Das habe ich ja absolut nicht erwartet. Warum existiert das? Das ist geil. What the fuck? So, aufpassen. 3D! Oh Gott. Ach so, ich kann noch ein bisschen hier, geh rüber. Danke. So. Hier, sock mal die Scheiße ein. Dankeschön. Jetzt aufpassen. Erstmal reingucken. Was ist hier drin? So, wir haben jetzt hier den Wintergarten. Passiert noch was? Ich frage mich nur, also bei manchen Szenen muss man wirklich draufbleiben, damit irgendwas passiert. Manchmal ist es einfach nur aus Spaß. Also man muss gar nicht mal hier X drücken. Aber nun gut, wir wissen wenigstens, dass da jetzt ein Wintergarten ist. Willst du mich verarschen? Ich hab doch gebucht. Also wie viel Pech kann man haben? Wie viel Pech kann man haben, dass ich jetzt nicht nur ein bisschen runtergefallen bin, sondern komplett. Ah, das Spiel verarscht mich. Naja, egal. Jetzt passt auf. Ich kann einfach hier so ein bisschen rüberfliegen, ne? Wie geil ist das denn, Alter? Ohne Witz. Das feiere ich. Absolut. So. Wollen wir hier durch? Ich glaube nicht, dass wir da durch wollen. Wir wollen erstmal hier rein. Wenn das hier irgendwie geht. Oh, nice. Hier sorgt das die Scheiße ein. Bam! Mann, Leute. Geht doch. Hier. Nummer 2. Und dich brauche ich, sonst komme ich nicht mal raus. Imagine, das buggt rum. Ich könnte hier nie wieder rauskommen. Das wäre echt belastend. So, sag die Scheiße ein. Was ist hier? Stetzlingkultur. Was? Setzlingkultur. Ah. Kommen hier die Pflanzen her oder was? Die machen irgendeine Scheiße. Derzeit trinke ich mal was. Ja, okay, sie machen wirklich nur Scheiße. Aber was erwartet man? Die sind irgendwie alle auf Crack. Nun gut. Moin. Okay, hier ist Geld. Das ist nice. Ah, ich wollte sagen, du Arschloch, Alter. Bist jetzt da weiter runtergefallen? So. Digga, ich hab 580 Euro, ne? Das ist so heftig. So, her damit. Ein Herz! Komm, heißt es, dass jetzt hier ein heftiger... Irgendein heftiger Geist kommt, der mich umbringen will. Aber ich habe irgendwie 10.000 Herz. Ja, toll, danke schon. Hier, stirb mal, danke. What the fuck? Digga, ich kotze gleich, ne? Wieso mache ich das hier? Warum sage ich das hier ein? Wozu ist das gut? Gibt's hier irgendwie so, keine Ahnung, 100% sammeln für Pflanzen oder sowas? Hallo? Greif mich mal an, du Arsch. Arschloch! Ich find's immer geil, wenn ich jemanden einsauge. So. Wow. Ein Geist. Oh, hier ist was. Oh, da ist ein Pfeil. Okay, soll ich das hier einsaugen oder was? Nö. Aber auf jeden Fall ist da ein Pfeil. Und da ist auch ein Pfeil. Warum sind da mehrere Pfeile? Oh, lol, das ist eine Truhe. Lol, okay. Nice. Her damit. Wahrscheinlich ist da irgendwie, keine Ahnung, ein Superstern. Oh, Junge, what the fuck?
Familie Lindner, jetzt, for real jetzt. Okay, also auf jeden Fall ist da hinten ein Schlüssel. Wie komme ich da hin? Ich hole das mal mit. Oh lol, ist es gut, dass ich das... Oh lol, es war sogar gut, dass ich das mitgenommen habe. Nice. Ja, und jetzt? Ja, toll. Okay, ich brauche noch einen Eimer oder sowas, keine Ahnung. Da hinten auf jeden Fall, das sind Goldbarren. Hä? Also ich ist das hier New Super Mario Bros. 2? Da sind die auch, da, die haben ja auch überall Geld hingelegt. So. Soll ich mich hier treffen lassen oder was? Werde ich dann zum Schleim? Nö, ich krieg nur Schaden. Ach Mann, dieser scheiß Analogstick manchmal, ne? Ja, okay. Das soll mir nur die Truhe zeigen, aber... Ja, und jetzt? Warte, ich guck mal kurz nach oben. Ist da oben was? Ah, wie dumm. Warte mal. So. Da kann ich auch wirklich hier leuchten. Sehr nice. So, und jetzt schnell wechseln. Oder wie? Oder war das jetzt nur dummer Zufall? Weil, als ich jetzt hier stand... Hä? Warte mal, und jetzt hier einmal? Es ist nicht schwer... Ah, es ist nicht schwer genug! Oh, jetzt check ich's! Oh, lol! Darauf muss man erstmal kommen. Ja, okay, ich glaube, einmal reicht. Hier, yeah, ohne zu fallen, Luigi. So. Nee. Yeah. Gut. Es ist auch schwer. Nice. Okay. Bam! Easy. Und jetzt? Jetzt sollte es nicht mehr verstopft sein, oder? Oh. Nice, Leute. Nice. Ah, okay, es war auch richtig blockiert. Okay, gut. Wie geil! Sie chillen, also schon einfach so das Leben. Sie genießen es. Und jetzt frage ich mich nur, ob jetzt diese eine Truhe im Garten accessibel ist oder nicht. Mhm. Ja, ja, komm. Echte Facharbeit, mein Bester. Man könnte meinen, du hättest sowas gelernt. Langsam scheint alles wieder ordentlich zu fließen. Ja, ist erkennbar. Sie können schon bitte. Ich Telefox. Nein! Hallo! Was? Kannst du es bitte jetzt machen? Bevor es zu spät ist? Ich glaube, da kommt ein Geist, oder? So ein gelber Geist. Oder ein Hund. Lün. Jo, Fettsack! Ja, moin. Du Arschloch. Dich werde ich noch einsaugen. Oh mein Gott, der ist ja richtig fett. Oh mein Gott, Junge! Ich hab ein kleines Problem. Ich hab noch 65 KP. Wenn ich jetzt hier Game Over gehe, dann ist das richtig peinlich. Jawohl! So macht man das, Leute. Easy. Oh, Junge. Vor allem, dass er mich noch nicht telefoxiert hat oder Axel forciert hat. Ich weiß nicht. Schon irgendwie, ja. Eine kleine Zugabe, wie? Diesen Rollmops! Oh mein Gott, Mops! Oh, wie süß! Rollmops, ich werde ihn jetzt nur noch Rollmops nennen. Oh mein Gott, wie süß. Von deinem Geist hast du es gezeigt. Jetzt geht's aber wirklich zurück. Festhalten. Nein, noch nicht. Noch nicht. Nee, egal. Rollmops, Alter. Ein Rollmops. Oh, das ist süß. Oh, dann ich schmelze hin. Wenn ich irgendwo Mops lese, dann schmelze ich hin. So, also wenn ich hier keine zwei... Okay, ich bin einmal gestorben, ne? Das ist ein bisschen... Aber hey, komm. Für so viel Geld. Ach, naja. Kann man auch einfach keinen Stern bekommen? Gibt's das? Weil wenn ja, dann ist es schon ein Kompromiss. Lieber einen Stern als gar keinen, ne? Aber bezweifle ich irgendwie. Wäre schon weird. Ich meine, die Medaille ist ja sowas wie einfach die Zielfahne aus Mario Bros. Mein Wii U Gamepad ist runtergefallen. Ich meine, ihr wisst ja, Leute, ich benutze mein Wii U Gamepad als Mikrofonhalter ein bisschen. Also als Gewicht für mein Mikrofonhalter. Weil mein Mikrofonhalter ist so kaputt. Die Gelenke lassen sich nicht mehr einrasten. Aber mit dem Wii U Gamepad, dann geht es tatsächlich irgendwie. Also es hat, obwohl es nur Plastik ist. Und da ist halt eben kaum was drin, funktioniert es trotzdem irgendwie. Also dieses bisschen Gewicht,
Das reicht schon. Schon witzig. Ganz hervorragend. So. Gucken wir mal. Wie viel Wunzen einfach dieser Rollmops hat. Juwel, Juwel. 42 Wunzen. Ich glaube, hatte der andere Geist nicht ein bisschen mehr gehabt? Oder genauso? Ja, egal. Buhu auf jeden Fall. Sehr viel Geld. Oh mein Gott. Also da kann ich mich echt nicht beklagen. So, da soll mich doch der Rabe zwacken. So einen Geist habe ich ja noch nie gesehen. Und deine Klempnerfacharbeit war auch nicht zu verachten. Wenn's mit der Geisterjagd nicht hinhaut, kannst du ja in die Sanitärbranche einsteigen. Jedenfalls läuft das Pumpsystem in den Erfurt-Türmen nun fast wieder perfekt. Und ich habe auch eine ganz tolle Neuigkeit zu unserem Finstermundstück. Aber wieso legst du nicht erstmal ein Päuschen an? Du siehst ein bisschen begossen aus. Ja, werden wir auch machen. Wir haben gute Arbeit geleistet. Ja, ich habe sonst nichts dazu zu sagen. Deswegen, danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Schau gerne in die Videobeschreibung rein, gibt's was zu schmecken. So wieder.